Ja, Hallöchen zusammen. Ich möchte euch gerne was Neues zeigen. Und zwar habe ich mir noch etwas gegönnt. Die Urlaubskasse war noch nicht ganz leer und ich habe gestern ein Schnäppchen gemacht und habe mir noch eine Monstera gekauft. Ich habe ja hier zwei Deliciosa Variegatas, einmal in groß und einmal in klein. Und hier die Thai Constellation, die war ja irgendwie so alleine und verloren. Und da habe ich mir doch noch ein schönes kleines Pflänzchen gegönnt. Sieht sehr gesund aus. Ist zwar noch sehr klein, also rein schätzungstechnisch 18, 19 Zentimeter, aber die Wurzeln sind super ausgeprägt. Ich habe sie auch gestern schon gleich umgepflanzt, weil der Topf, der war mini, sehr mini und absolut trocken. Ich denke, die Pflanze wird sich bei mir auf jeden Fall wohlfühlen. Ja, und mehr zum Dünger werde ich morgen noch ein Video machen. Ich habe mir nämlich was Neues gekauft. Einmal flüssig und einmal Steindünger. Und den werde ich euch morgen mal vorstellen und ein bisschen darüber erzählen. Es soll ja wirklich super für die Pflanzen sein. Die Blätter werden riesengroß und sie bekommt richtig viel Kraft. Und so wie es ausschaut, bekomme ich morgen dann auch noch einen kleinen Neuzugang. Den muss ich aber erstmal abholen, sodass ich das Video erst am Nachmittag machen kann. Ja, soweit geht es den Pflanzen gut. Auch die neue von letzter Woche. Sie sieht gesund aus. Die Blätter sind jetzt kräftiger, nicht mehr so matschig, wie sie am Anfang waren, als ich sie gekauft habe. Ja, ich bin auf jeden Fall froh. Und hier die Thai Constellation, die kann ich jetzt auf jeden Fall beobachten, wie sie wirklich von klein auf dann auch schön groß wird. Okay, dann bis morgen, wenn ihr Lust habt. Morgen gibt es dann noch ein Video zu der neuen Pflanze und zu den Düngern. Bis dann und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.